Hallo und herzlich willkommen zur Erweiterung meines Force Master PvE Guides. Ich habe einige Talentpunkte mittlerweile umverteilt und wollte euch auch Alternativen zeigen, je nachdem, welcher Situation ihr begegnet. Als erstes habe ich die zwei Skillpunkte von Feuersturm entfernt, weil ich einfach Feuersturm zu selten benutze. Wenn ich gegen große Mobgruppen kämpfe, dann sortiere ich die zwei Skillpunkte von Flammenstrahl in Drachenatmung. Erstens mal erhöhen wir den Schaden und zweitens mal den Bereich. Dann verteile ich den Punkt hier rein um, damit es wieder AOE ist und nicht mehr ein Ziel. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Ich drücke 2, V, dann schaue ich ein bisschen auf die Glutstacks, drücke die ganze Zeit 2 derweil und irgendwann löse ich sie mit 1 aus. 1 ist ja dann für uns jetzt hier AOE, dann brennen alle Gegner vor uns und dann drücke ich einfach die ganze Zeit 2. So viel zum Thema Gegnermassen. Ansonsten in Dungeons gegen Bossfights und so weiter lasse ich es einfach so bestehen. Skill auch hier auf Single Target Damage wieder. Und was ich umverteilt habe, oder beziehungsweise was ihr frei verteilen könnt, ist Frostgefängnis. Und ja genau, dann haben wir die zwei Punkte hier noch von Feuersturm. Ich habe mich dazu entschieden, die Punkte in Eisregen zu verteilen, wenn ich gegen massenhafte, also gegen viele Gegner kämpfe. Einfach weil ich dann so eine Frostkugel bekomme. Frostkugel gibt uns einen Fokus wieder, wenn wir angegriffen werden. Und hier nochmal, dass wir Leben und sowas weiter bekommen. Und hier zwei Punkte in die Frostrüstung rein. Erstmal macht es Schaden um uns rum, sobald wir sie auflösen. Und später stößt, also wenn wir da noch einen Punkt reinpacken, dann stößt es einfach die Gegner zurück. Und das ist nicht schlecht, wenn wir umzingelt werden. Gegen Bossfights, ja, da habe ich. Da könnt ihr frei verteilen. Da habe ich jetzt keine Vorschläge für euch. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt.